Ich heiße euch herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario RPG The Starlight Worlds hier im nebligen, dunklen Wald, wo ich gerade leider den Namen vergessen habe, wie sie heißen, in Kapitel 2 auf jeden Fall, müssen wir unseren Weg finden. Und der Trick in diesem Wald ist es, immer dem Weg des Nebels zu folgen. Neue Gegnerarten sind hier auch vorhanden. Wir haben im letzten Part unseren Hammer erhalten, womit wir ein paar mehr Sachen erledigen können, angreifen können und das ganze Mario-Prozedere eben. Und nun wollen wir unseren Weg hier durchfinden. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um, ob ich irgendwas übersehen habe eventuell. Und werde von einem Gegner überrascht, der sich hinter einem Baum versteckt. Das kenne ich doch von irgendwoher. Das ist schon mal passiert. Oh! Vigor ab. Habe ich mehr Power jetzt oder was? Check dieses Glücksspiel nicht so ganz. Auf jeden Fall hat er es überlebt. Oder habe ich mehr Verteidigung? Nee, das sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Hm. Diese Bugs nerven mich. Also nicht Bugs im Sinne von Fehler, sondern diese Bugs im Sinne von Käfer. Danke, dass ihr down seid. Aber Mario hat schon heftiger mehr Angriff als Luigi. Deswegen kann es schon sein, dass Vigor Stärke Power-Up war. Jawohl. Wow, 38. Okay. Wow, 14. Ja, klar. Die haben mich komplett auseinandergenommen. Und Luigi verkackt komplett. Naja, lasst ihn uns heilen. Mascherume. Ja, Mario ist auch zur Hälfte down. Allerdings regelt Luigi jetzt. Hoffe ich. Danke. Hättest du den letzten Hammer angegriffen, hättest du auch da schon geregelt, Luigi. Aber nein. Wenigstens geben die gute XP und wir sind bald auf Level 6. Naja, jetzt lasst uns den Weg folgen. Oh, hier ist ein Speicherblock. Die gibt's eigentlich nicht umsonst. Ah, hier ist ein Toad. Toad Lucky. Ah, dieser Platz ist weird. Irgendwie, irgendwas mit dem Wind is going, hat er gelabert. Ach, er ist wahrscheinlich dem Wind gefolgt und ist jetzt hier, deswegen. Zäune. Honigsirup. Wie groß ist dieses Areal eigentlich? Hey, lass mich. Okay. Hier kommen wir doch nicht weiter, oder? Hier ist ein Speicherblock? Okay, der ist ein bisschen blöd platziert, den sieht man nicht. Na gut, aber die Bugs sind mir lieber als diese von Mario Luigi 2, diese wie heißen die? Mir fällt der Name nicht ein, diese Schrobstachis auf jeden Fall. Jetzt hört doch mal auf, Mario so zu penetrieren, Mann. Ihr seid dämliche Käfer. Und Luigi, was kannst du eigentlich? Und was kann ich eigentlich? Naja. Aber ich muss den Hammer eh noch üben. Er ist zwar nicht so schwierig zu beherrschen eigentlich, deswegen stelle ich mich gerade echt ein bisschen dumm an, aber das ist ja jetzt egal. Ich nehme diesen Party übrigens am Morgen des 23.12.2016 auf. Wir schreiben jetzt 8.07 Uhr. Ja, morgen ist Weihnachten aus meiner Sicht. Oder Heiligabend besser gesagt, man verwechselt es ja oft. Naja, ich bin jetzt nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung. Eigentlich ist es für mich ein Tag wie kein anderer. Gut, bin ich schon seit Jahren nicht mehr, aber trotzdem, dieses gewisse Etwas hat es schon bis jetzt so gut wie immer gehabt, aber dieses Jahr ist nichts da, gar nichts. Naja, vielleicht kommt es erst am nächsten Tag. Achso, mit dem Schalter haben wir diesen diesen Block entfernen können. Rätsel auf ultimativem Niveau. Und der macht jetzt wieder hin, oder was? Ja, aber der entfernt wahrscheinlich was anderes dafür. Lasst uns diese Münze einsammeln und uns nicht weiter. Was? Hier ist ein Orden? Okay. Ach so! Ah, da komme ich nicht ran. Okay, dafür wirst du jetzt sterben, weil du meinen Frust ablassen musst. Aha. Oh nein, scheiße. Ich muss jetzt so auf meinen Hammer zurückgreifen. Okay, das hat schon mal funktioniert. Okay, Mario ist enorm stark. Wird jetzt auch gepackt. Okay, mit Lucky 43 überbietet der Mario ums Doppelte fast. Ah! Luigi ist fast tot.
Das stimmt, wir sind vorher Level aufgestiegen, so wie ich es gerade sehe. Habe ich gar nicht mitbekommen. Oder waren wir schon Level 6 und sind jetzt kurz vor Level 7? Ne, ich glaube nicht. Okay, ich spiele es natürlich Risiko. Luigi, bitte töte ihn. Danke. Ja, doch, ich bin aufgestiegen. So. Wie viele Heil-Items habe ich denn noch? Okay, fast gar nichts. Ich muss jetzt meine Nüsse verwenden, um Luigi zu heilen. Ist ein bisschen doof. Ey, du dämlicher, dreckiger Käfer. Okay, du bist nur einer. Dich können wir eliminieren, wenn wir keinen Fehler machen, ohne Schaden zu kassieren. Mario hat seinen Soll erfüllt. Und auch Luigi erfüllt sein Soll. Und damit ist der Gegner geschenkt. Dann akzeptiere ich seinen Angriff. Aber was ich vorher noch sagen wollte, oder fragen wollte, wie ist es bei euch? Gut, ihr werdet das Video sehen, nachdem Weihnachten war. Aber wie war bei euch die Weihnachtsstimmung? Was habt ihr so getrieben? Was gab's zu essen? Das ist ja irgendwie die Okay, wir kommen jetzt hier weiter. Anscheinend noch gar nicht. An die Ordnung soll ich nicht ran. Ah! Oh Mann, für was heile ich mich denn? Also die ganze Zeit mit Items. Du Käfer, du nervst mich. Käfer, könnten wir irgendeine Kooperation schließen? Ja, das ist meine Antwort auf deine Kooperation. Und zwar mein First Strike. Wir werden euch eliminieren. Ich hoffe ja immer, dass Mario einen Lucky Punch erzielt. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen spekuliert und Luigis First Strike geht komplett daneben. Ich werde euch abmetzeln. Tschüss. Scuttle Jump. Ja gut, die 6 Schaden nehme ich in Kauf. Ich hasse dich, Luigi. Du bist ein dreckiger Hund. Warum klappt das bei dir so selten? Aber ich werde das jetzt so lange üben, bis ich das auch einigermaßen drauf habe. Weil der Sprung ist bei mir... Ja, den kann ich. Die 6 Schaden waren jetzt unnötig, Luigi. Du hättest es schon längst beenden können. Gut, wenigstens jetzt. Luigi ist auch bald Level 7. Er hat ja einen kleinen Level-Vorsprung, da Mario mal K.O. gegangen ist. So, jetzt sollte ich an die Orden rankommen. Die sehr wichtig wären für mich. 3 Ordenpunkte. Stimmt, man kriegt ja hier keine Orden an sich, man kriegt ja nur Ordenpunkte. Habe ich schon wieder vollkommen verdrängt. Okay, hier kommt ein Bossfight. Das ist so eine Area. Plus Autosave, plus Cutscene. Oh nö. Nicht eine Armada von denen. Jetzt flieht. Die Pyramide. Jetzt kommt ein Goldener, oder? Als Anführer. Die fliehen wirklich. Ich wette, Luigi fällt hin. Deswegen, ja. Es war so klar. Und Mario juckt's nicht. Guter Bruder. Was? Stimmt, die Musik jetzt fällt mir erst auf. Ich kann in diesem Wald nichts sehen. Luigi? Ich habe ihn nicht gesehen. Du bist der Einzige hier. Jetzt fällt sie ihm auf. Stimmt, der ist ja mit Augen zugeflüchtet. Ich glaube, er wird gerade gefressen. Naja, er wird bedrängt. Boah, er schreckt ihn sein Hintern entgegen. Er ist ein guter Fighter. Wenn er jetzt so eine Furzattacke wie Wario kann, dann hilft das bestimmt. Oh, die sind kurz vorm Angriff. Boah, aber Mario kommt angejumpt. Luigi. Alles in Tarnung, ne, Bruder? Ich weiß Bescheid. Oh, die Musik. Das ist die... Das ist ein Remix aus Junior Trooper, glaube ich. Oder? Ja, aber das... Hä, hey, man kann das doch niemals überleben gegen 8 Stück von denen. Was war das? Mario hat gerade komplett versagt. Was sein Hammerangriff angeht. Ich check's nicht. Ja, warum waren bei ihm gerade so 3 Kreuze drin? Es scheint zu laufen. Ah, die sind schwächer als ihre Artgenossen. Also mit den Leben. Im Angriff. Oh, ich hab mal wieder geguardet. Okay, das nicht. Okay, ich darf keinen Angriff verkacken. Weil die ziehen halt schon viel ab.
Aber sie haben halt... Sie halten nicht mal einen Schlag aus. Das ist mein Vorteil. Und okay, Mario ist fast tot. Ich sollte vielleicht doch was heilen. Ja, ich hab nichts. Guter. Oh, bitte greift im nächsten Angriff nur Luigi an. Wenn alles gut läuft, seid ihr eh nur noch zu dritt. Okay. Bitte, 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 bitte. Gut, danke. Okay, das war's. Mario ist tot. Luigi regelt den Shit jetzt allein. Und wird auch wieder Level-Bonus bekommen. Also er wird noch mehr von Mario entfernt sein. Er ist ja schon ein bisschen im Vorsprung. Das ist halt der Nachteil an Mario. Er hält nicht wirklich viel aus. Er teilt zwar aus wie sonst was, aber er hält nicht viel aus. Und ich merke gerade, mir darf kein einziger Fehler mehr unterlaufen. Okay, stimmt, ich hatte ja noch einen One-Up-Pilz. Boah, okay. Das hätte böse... das endet trotzdem böse. Obwohl, warum machen die weniger Schaden an? Luigi hat doch mehr Verteidigung. Ach, ich check das Spiel im Prinzip manchmal nicht. Und tschüss. Wäre deshalb jetzt nicht aufgegangen, wäre ich tot gewesen, ne? Also ich besieg sie, wenn das jetzt hier gut geht. In letzter Sekunde. Okay, es geht gut. Gut, dann holt Mario auf. Das ist sehr gut. Ich glaube, er überholt Luigi jetzt sogar. Ah, nicht ganz. Er holt nur auf. Luigi hätte zwar Level 7 erreichen können, aber egal. Aber was mich noch viel mehr interessiert. Was ist das? Mario! Du hast ein Shiny Star Zeug aufgesammelt. Fuck! Kommt schnell, also so bald als möglich hierher. Ich kann es nicht glauben. Ihr habt das gefunden, wonach ich gesucht habe. Aber die Szene, die war weird. Ich verstehe sie gerade nicht. Warum? Hä? Ach, du bist in ein Sternfeld im Sternfeld gewesen. Was ist das für ein Block da drüben? Was das ist, fragt ihr? Ich weiß jetzt auch nicht so viel von dem außer seinem Namen. Ich bin selber noch in der Recherche. Aber ich denke, dass es eine heftige Energiequelle ist. Mit dem Data Saber 3000 habe ich starke Energien hier gespürt. Ah, die Energielevel sind die gleichen wie bei diesem Stein hier. Wenn wir es mal... Ich wusste das, ja, das war klar, dass es jetzt möglich ist. Jetzt haben wir ein paar Wege zur Verfügung. Mit diesem Star können wir also diese Blöcke entfernen. Er muss schnell zurück in sein Labor. Und ich glaube, ich weiß, wo das ist. Okay, das ist Paper Mario 2. Aha. Da haben wir sogar Sternenpower. Ja, das ist Paper Mario, sowohl 1 als auch 2. Spielgadget. Allerdings vom Grafiken her eher den zweiten Teil. So, das Starlight Guard. Das ist also noch ein heftigerer Guard. Allerdings kostet es auch. Okay. Okay, der Weg ist frei, damit wir es doch durch können. Mario ist da nur drüber gejumpt in der Cutscene, deswegen ja. Yeah, Koopa-Tee. Schmeckt bestimmt gut, würde ich auch mal trinken. Allerdings, ich kenne jetzt zwei Wege, wo wir hingehen könnten, die halt Backtracking-mäßig aktiv werden. Einmal Git's Labor, was hundertprozentig das Tech-Labor ist, weil da auch die Git-Musik gespielt hat. Also der Raum, der nach Paper Mario 2 wie Tech aussah, in den Kruzion-Hauptquartier. Und da gab es nochmal so einen bunt schimmernden Block. Oder war der im Bowser-Areal? Boah, das weiß ich gerade gar nicht. Und ich habe gerade auch überhaupt keine Lust auf Fighten. Das sagte ich gerade, danke. Es kann auch sein, dass dieser Block im Bowser-Abschnitt in Bowsers Festung war. Dann kommen wir da noch gar nicht hin. Oh shit, wir sind jetzt wieder am Anfang. Aber vielleicht ist es auch so gewollt, stimmt, weil da ging es ja gar nicht weiter. So,
deswegen sollten wir, glaube ich, doch eher zurück, oder? Oder war der Block doch hier? Oh, ich weiß es jetzt nicht. Hier habe ich einen Block übersehen, okay. Ein Koopa lief. Ne, das war hier rechts, gell? Oder? Ja, aber eigentlich, um weiterzukommen, muss es hier irgendwo gewesen sein. Die Musik. Ah, doch, stimmt, das war hier. So, wie funktioniert das denn? Diesen Block werde ich weiterhin ignorieren, da meine Aufmerksamkeit nicht verdient hat. Muss ich nur mit der Maus? Oder wie geht das? Muss ich es vielleicht hier einsetzen? Ich hätte ihm vielleicht zuhören sollen. Ah, warte mal, da stand es. Press C, Wuzzlewutz. Achso, das ist nur da, wo ich es gefunden habe. Wuzzlewutz, jetzt weiß ich auch wieder, wie das heißt. Ah, guck mal, Refresh. Ich kann mich heilen mit dem Ding. Ah, es ist wirklich mit der Maus. Okay. Akzeptiert. Sind wir hier? Die Map sieht schön aus. Ah. Aber ich kann nicht A drücken. Da ich diesen Block erst eliminieren muss, glaube ich, oder? Ja. Yeah. Arrivederci. Jetzt können wir das Block. Ja, jetzt sind da sehr viele Blocks, damit man es übt. Blocks, Blöcke. Ah, und ein Garantua. Aber auf den habe ich keine Lust. Ah, hier ist so oder so was Wichtigeres und Besseres. Was macht das? Ach, ich hätte sogar erst hier müssen, okay. Ich frage mich, wer der Boss in diesem Kapitel ist. Oder gibt es überhaupt einen Endboss? Ja, eigentlich müsste es schon geben. Das war jetzt gerade nur so ein Zwischenboss, diese Bugplage da. Ah, ich wollte jetzt eigentlich austricksen, aber ich wurde genietet. Und deshalb fliehe ich. Und das willst du anscheinend nicht zulassen. Du prediktest alles, was ich tue. Zur Drittseite, ja. Ich gehe garantiert weg. Ey, okay, das finde ich scheiße, dass er das nicht gemacht hat, dass wir so ein paar Sekunden Blinkzeit... Ach, das sind immer unterschiedliche. Jetzt sind es nur zwei. Ich dachte, das ist immer eine Gegnergruppe. Ist aber anscheinend random. Jetzt ist wieder drei. Ja. Okay, das ist interessant. Wusste ich noch gar nicht. So kann man bei jedem... neuen Durchspielen des Spiels andere Gegner bekämpfen. Also manchmal etwas schwieriger, manchmal leichter. Das ist echt interessant. Hm. Gefällt mir. Okay, gut. Ich konnte euch austricksen. Das ist eine blaue Röhre. Hier ist ein Heilblock. Und ein Speicherblock. Den gibt es nicht umsonst. Schauen wir doch gerade mal. Ah! Wir haben... Das ist aber die erste, ne? Ich glaube, die erste haben wir verpasst. Aber wenn wir schon mal hier sind... Hier war doch Gitz Labor, oder? Aber safe war das hier. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Servus, Git. Oh, das ist nur du, Mario. Du hast mich für eine Sekunde erschrocken. Woran ich arbeite? Ich habe ein paar Infos über die Starlights und die werden wir im nächsten Part erfahren. Und wir haben gerade was von ihm bekommen.